Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge der Heldenkartei. Wir hoffen, ihr seid so gespannt wie wir, wie es heute weitergeht, nachdem wir ja in einer sehr intensiven Staffel einfach feststecken im Moment. Und ich weiß gar nicht, ob ich viel anzusagen habe, aber ich könnte euch mal ein bisschen vorstellen, was ich hier hinter meinem DM-Screen so hängen habe. Da habe ich nämlich zum Beispiel Regelübersichten zu den Konditionen und zu Resting und zum Character Advancement und Cover und die Stats für, sage ich euch nicht, und Intro. Auch die Passive Perception. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich hier noch das Intro ich habe. Weiß, aber es dauert mir zu lang. Und damit herzlich willkommen zurück. Als wir unsere Gruppe das letzte Mal verlassen haben, wurden sie nach ihrem sehr erfolgreichen Kampf gegen die Hydra aus der Arena hinausgeleitet in den Schwarzen Palast der Silverant, einer sehr mächtigen Familie tief in den dunklen Hallen der Drow-Stadt Ashaira. Dort wurde ihnen das Angebot unterbreitet, eine Gruppe von Gesetzlosen oder Verrätern zu infiltrieren, die nach der Einschätzung des aktuellen Hausoberhauptes Valanthe der Stadt auf verschiedene Weisen schaden, unter anderem damit, dass sie versucht haben, einen Dämonenansturm auf Ashaira hervorzurufen. Ihr habt dieses Angebot gehört, habt euch mehr oder weniger extrem respektlos verhalten und... Hä? Und wurde... Such mir Kontaktlinse. Die Brille liegt auf deinem Tisch. Hab ich gemerkt. Und wurdet zurück in eure Zelle gebracht, in der ihr auf eure nächste Prüfung, auf den nächsten Kampf in der Arena warten solltet. Die Tür wird hinter euch geschlossen und ihr seid ein weiteres Mal allein im Dunkeln. Sieht irgendwer stark verletzt aus? Sinister sieht noch sehr angeschlagen aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Umi auch. Nicht. Umi auch. Wie sehr? Naja, also jetzt nicht, dass du sie mit einem Tritt K.O. kriegen würdest, aber mit fünfen wahrscheinlich. Mit fünf. Okay. Die Frage ist, wen kriegt man nicht mit fünf Tritten K.O.? Ja, mich. Unser Tank, den Wizard. Ja, wie das immer so ist. Wir werden das nicht tun lassen, oder? Nein. Dann fragt Ren, geht's allen gut? Ja. Man lebt. Was war das für ein Vieh? Na, eine Hydra. Ich weiß, das hast du mehrmals gesagt. Erzähl mir. Ich möchte noch einmal betonen, wo kommt die überhaupt her? Ich dachte, das ist eine Legende. Noch nie gehört. Hier läuft viel rum, was eigentlich als Legende gilt, oder? Wir sollten uns, politische Intrige? Wir sollten uns vielleicht Gedanken darüber machen, wie wir den nächsten Kampf überleben, wenn es gleich noch einen geben sollte. Wir sollten uns vielleicht auch überlegen, welchen der Aufträge wir eventuell ausführen wollen. Nun, ich fürchte, das wird wieder eine relativ spontane Entscheidung. Wir wissen noch nicht genug. Seid ihr eher für den Meuchelmord oder die Infiltration? Ich würde ungern jemanden meucheln. Du siehst, wie Omi da ernsthaft drüber nachdenkt gerade.
Ich würde das nur sagen, wenn da keine Wachen vor der Tür stehen. Sorry. Ach nee, das haben wir heute entschieden. Das geht nicht mehr. Doch, das ist in Ordnung. Ihr wartet, um das zu besprechen, bis die Schritte der Schwierigen... Die stehen so daneben. Moment! Schlüssel noch so im Schloss. Ja. Was? Nein. Die sprechen ja kein Kommen. Ja, trotzdem. Die meisten, denen ihr begegnet seid, sprechen kein Kommen. Mhm. Deswegen habt ihr einen Vorteil. Oder auch einen Nachteil, weil wir deren Sprache nicht sprechen, aber gut. Ja. Ich fände es schon interessant zu sehen, was diese andere Fraktion uns anbietet und wie wir die einschätzen im Vergleich. Vielleicht können wir sie gegeneinander ausspielen. Nun, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir niemanden unterstützen, der den Dämonen ermöglicht, hierher zu kommen. Oder? Klingt gut. Weil das so herzensgute Drow sind hier. Ja, aber wenn sie und hier so sind. Und so freundlich zu Gästen und. Schon, aber. Ja, ich weiß, bla bla bla. Kommen sie an die Oberfläche. So. Ja, schon klar. Irgendwann. Ja. Nicht, dass ich dich nicht auf der Oberfläche haben wollen würde, Corrigan, aber. Noch mehr deinesgleichen. Tut mir leid, aber. Nein, danke. Mhm. Kann ich nur zurückgeben. Ren schmunzelt ein bisschen. Das ist fair. 3 Rens gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob die Welt das vertragen würde. Dazu sagte nichts. Sinister? Sie hat das sehr deutlich im Scherz gesagt, damit das klar ist. Ja, versteht ihr auch so. Sinister? Alles in Ordnung? Ja. Wie schätzt du die Situation denn ein? Wie Ren gesagt hat, wir wissen noch zu wenig. Ich mache mir um unsere, kommende Zukunft mehr Gedanken in den nächsten paar Stunden. Ich hoffe, dass wir auch diese Situation meistern können, was auch immer es sein wird. Ich habe noch ein paar Reserven, aber wer weiß, was die uns entgegenstellen. Ich würde in der Zeit übrigens versuchen, so ein bisschen zu resten. Umi versucht experimentell zu pfeifen und halt irgendwie ein bisschen lauter zu singen und guckt, ob das halt in irgendeiner Form die Wachen herlockt. Oder ob die das halt komplett ignorieren, dass die da laut sind. Okay. Hä? Auch wenn du anfängst zu pfeifen und zu singen, hörst du keine Reaktion von jenseits der verschlossenen Tür. Umi, was tust du? Ach, nur ein kleiner Test. Und dann zieht sie die Pfeife aus der Tasche. Die Flöte, meine ich. I see. Ich dachte, wir vertreiben uns die Zeit ein bisschen. Und sie fängt, leise eine sehr simple, also so leise, wie es auf der Flöte möglich ist, eine sehr simple Melodie zu spielen. Okay, gib mir mal einen Performance-Check. Jawolski. Bist du proficient mit einer Flöte? Nö, bin ich nicht. Dann gib mir mit Disadvantage. Okay. Das macht trotzdem eine 18. Okay. Auch wenn du nicht wirklich dich mit Holzblasinstrumenten auskennst, schaffst du es innerhalb kürzester Zeit, nachdem du so ein bisschen darauf rumgeflötet hast, eine Melodie aus den Tönen, die du kannst, zu entwickeln. Und es ist nicht so wie bei einem kleinen Kind, wenn man dem eine Flöte in die Hand gibt, dass es dann anfängt zu fiepen und zu tröten und so weiter, sondern Umi ist sehr vorsichtig und sehr achtsam mit der Kraft, die sie in die Töne legt. Und hat ein grundsätzliches Verständnis des Instruments, auch wenn sie es selten gespielt hat. Und weiß dadurch, welche Töne oder welche Frequenzen für die Ohren erträglich sind. Auch wenn es eine Weile dauert, bis sie eine wirkliche Melodieabfolge hinbekommt. Ich
Nicht schlecht, Omi. Möchtest du daraus einen Song of Rest machen? Wenn sich das als solcher qualifizieren kann, dann ja. Das würde ich behaupten. Das heißt, ihr dürft eine Short Rest machen an dieser Stelle, während ihr sprecht. Zu dem Titanic-Meme. Nein, ich hab's halt auch. Ich musste mich so zurückhalten. Ich konnte ihn eben nehmen. Ja, okay. Ah, ist das entspannt? Wie immer da so. Sorry. Ich hab gerade den gleichen Gedanken. Ja. Sowieso. Flöte ist einfach zerstört für immer. Ja. Von mehreren Sachen, aber gut. Dann mache ich mal einen Arcane Recovery und recovere einen Third-Level-Slot. Okay. Das darfst du gern tun. Dann habe ich jetzt noch zwei. Ihr dürft alle Hit-Dice benutzen und da Omi einen Song of Rest spielt, dürft ihr auch einen zusätzlichen D6-Hitpoints regenerieren. Aber nur, wenn wir einen Hit-Dice benutzen? Nur, wenn ihr mindestens einen Hit-Dice benutzt. Schade, das ist, weil es lohnt sich voll nicht. Ja, ich bin auch 4 unter dem, unter Full. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ich und ich finde es immer ganz schwer einzuschätzen. Ob es das ich sage nur, für mich lohnt sich das, deswegen keine weiteren Kommentare. Ich glaube, ich habe gar keinen Schaden genommen, kann das sein? Ich habe das kann sehr gut sein, du hast ja die ganze Zeit hinter dieser Mauer gestanden. Ja, ja, ich glaube, ich habe... Nee, dann brauche ich auch nicht. Ja, ist ja schön. Ja, ich mach's. Es sind jetzt inzwischen 6, nicht 5, richtig? Ja, wir haben Level 6. Und die 6 dazu. Ja, von Omi. Ja. Omi, ich fand das übrigens sehr hilfreich, was ihr im Kampf gemacht habt, dass ihr die Schwachstellen aufgezählt habt von diesem Wesen. Das sollten wir jetzt immer so machen, wenn einer von uns mehr weiß als die anderen. Ich dachte, das ist selbstverständlich. Nur meistens wissen wir ja nichts. Richtig. Sinister? Ja? Könntest du mir ein paar Wörter beibringen? Ein paar grundlegende, die hier gesprochen werden? Ren hört aufmerksam zu. sicher. Ich würde versuchen, die gängigsten Befehle, die die Drow unter sich austauschen in unserer Gegenwart, meinen interessierten KollegInnen verständlich zu machen. Okay. Also er greift sie. Ja, also solche Sachen. Er greift sie zurück an die Wand. Ausziehen. Nein, was? Was so vielleicht auch der ein oder andere gängige Begriff hier bezeichnet werden, die Fremden, die Oberweltlinge oder so, wenn es sowas gibt, dass man raushört, wenn es um uns geht und oder Kommandos, die meistens auf uns bezogen sind. Okay. Ich würde explizit nach Ja, Nein, Halt, Ruhe und Hohepriesterin fragen. Wenn wir den Check verkacken, ist dann Nudelsuppe! 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 Dann gib mir doch mal beide einen Intelligence-Check. Ja. Darf ich mitlernen? Oder? Also wenn du mit zuhörst, obwohl du eigentlich wahrscheinlich in der Zeit mit der Flöte beschäftigt bist. Achso, okay, fair enough. Das als ich. Glaube ich. 14. 13. Es fällt euch schwer. So. Es sind fremde Worte, es sind Laute, die ihr in den Sprachen, die ihr könnt, nicht wirklich aussprechen könnt. Es ist viel mit diesem W und Thi und so scharfe S-CH-Laute und so. Es ist nicht einfach. Aber die grundlegenden Sachen, ja, nein, es gibt nicht wirklich ein Wort für Danke. Obwohl, das ist elfisch, doch, ein Wort für Danke gibt es. Aber ihr geht nicht davon aus, dass ihr das braucht. Wenn nicht in deiner ja, nein, halt. Okay. Kriegt ihr. Mhm. Kann er euch beibringen, sodass ihr das einigermaßen akzentfrei sagen könnt. Mhm. Ja.
Nee, vielen Dank, sehr besser. Während ihr das macht, hört ihr zwischendurch einmal, dass der Schlüssel im Schloss zum Zellengang umgedreht wird. Hm. Und schwere Schritte einmal durch die... Umi würde sofort die Flöte wegpacken. Okay. Gib mir mal... Würfel mal Initiative. Okay. 15. Okay, ja, schaffst du. Sobald du das erste Klicken des Schlüssels hörst, hörst du sofort auf zu spielen und steckst die weg. Sie fällt allerdings weiter zur Tarnung. Okay. Und Corrigan und Sinister. Als der Wächter sich auf dem Rückweg befindet und wieder zurück zur Zellengang-Eingangstür geht, seht ihr, dass er für eine kurze Sekunde an eurer Zelle innehält und ein kleines Stück Papier zwischen den Gitterstäben im Fenster hinab tudelt und auf dem schmutzigen Boden landet. Ich würde mir sehr genau sein Gesicht anschauen. Ja, das ist sein Gesicht nicht. Er trägt einen der geschlossenen Hände. Okay. Ich würde den Zettel aufheben. Was habt ihr da? Ich habe die Wache gerade fallen gelassen. Die Wache? Das steht, darf ich es lesen? Vorlesen? Ihr lest es, ihr reicht ihm wahrscheinlich einmal rum. Ja. Tötet ihn nicht. Wir brauchen ihn noch. Ein Freund mit T und OI. Freund. Okay. Tötet ihn nicht. Irgendwie so zusammengerissen, nicht direkt irgendwie zu lachen, sondern erst im Roleplay zu bleiben. Stellen die uns vielleicht irgendwen entgegen im nächsten Kampf? Das ist bestimmt gemein für die nächste Prüfung. Dass wir irgendwen nicht töten sollen? Wow, das wird aber nicht einfach. Vielleicht mit dem Suggestionszauber, wenn wir irgendwen nicht umbringen sollen. Wer auch immer das ist. Hm. Oder was auch immer das ist. Damit kann auch ein Monster gemeint sein, was es um einiges schwieriger machen würde. Auf jeden Fall. Was für Möglichkeiten haben wir, jeder und jede von uns, um... Einschläfern, also schlafen lassen, nicht einschläfern. Sollte es sich bei unserem Gegner um jemanden elfischer Abstammung handeln, wird das nicht viel nützen. Hm. Oh. Hm. Seid ihr resistent gegen solcherlei Zauber? Ich fürchte, wir Elfen können durch Magie nicht zum Schlafen gebracht werden. Das ist gut zu wissen. Das wollte ich auch gerade sagen, das ist gut zu wissen. Ansonsten... Wenn... Simpson, dich lässt übrigens, da wir gerade davon reden, dich lässt übrigens nicht mehr los, dass du in dem Ei, in dem Raum, in dem ihr die Visionen gehabt habt, trotzdem scheinbar durch eine Quelle, die du nicht selber gesehen hast, also in Corrigans Schloss, durch eine Quelle einer Macht, die du selber nicht kennst und nicht verstehst, dass dich da zum ersten Mal dieses Gefühl von wirklichem Schlaf überkommen hat. Du schläfst ja nicht, du gehst ja nur in Trance, aber in diesem Moment wurdest du wirklich in Schlaf geschickt, was dir vorher freiwillig noch nie passiert ist. Und hat dich das Drow-Gift bewusstlos gesetzt? Als ihr aufgegriffen wurdet? Nicht, soweit ich weiß. Nee. Aber ich weiß noch, dass wir uns eigentlich bei der Szene nur, korrigier mich sonst, geeinigt hatten, dass ich eben nicht geschlafen habe, sondern in eine Trance versetzt wurde stattdessen.
Weil ich dich da noch drauf... Weil du mich darauf hingewiesen hattest. Ja. Ich weiß, aber in dem Moment, wo du jetzt über dieses Schlafen nachdenkst, fällt dir das nochmal ein, dass du zwangsweise in diesen Zustand versetzt wurdest. Was dir extrem merkwürdig vorkommt. Aber als wir in deinem Schloss waren, Corrigan, in dem Raum, als wir die Visionen hatten, wurdet ihr alle in Schlaf versetzt durch Magie. Mhm. Ja. Wie gesagt, mein Volk kann nicht durch Magie zum Schlafen bewegt werden, allerdings war es mir bis dahin auch nicht bewusst, dass man mich durch Magie mehr oder minder freiwillig in unseren Trance-Zustand bewegen kann, ohne dass ich Kontrolle habe. Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann uns das trotzdem noch irgendwann. Ich gehe davon aus, wenn Magie mächtig genug ist, dann vermag sie selbst so eine Resistenz zu überwinden. Ist deine Magie mächtig genug? Schön wär's. Ja. Ich kann höchstens jemanden einschlafen lassen, wenn er keine Resistenz dagegen hat und entweder von der Konstitution her sehr schwach ist oder verletzt. Also wenn es etwas Großes ist, was wir einschlafen lassen wollen, müssen wir es erst sehr stark verletzen. Verstehe. Ja, das ist dann ein Spiel mit dem Feuer, ob wir das schaffen, es am Leben zu lassen oder nicht. Was anderes, was ich machen könnte, ist es schweben lassen, falls es keine Fernkampfangriffe hat. Dann kann es uns auch keinen Schaden mehr zufügen für eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, ob die es gelten lassen würden, als Sieg oder nicht. Gibt sicherlich einige Möglichkeiten. Nicht viele, aber es gibt sie. Ich bin mir den elfischen Fey Ancestry Traits bewusst als Sinister. Ich will nur dich das fragen, mit der Resistenz gegen Charm. Genau, weil das eigentlich am gleichen Satz erwähnt wird wie das mit der Magie gerade. Ja, den bist du dir. Ja, nicht auf so eine Meta-Weise, aber den bist du dir bewusst, ja. Und ich verstehe den Zusammenhang mit Fey Ancestry, weil das halt zumindest hier so genannt wurde, ja. dass das irgendwie auf diesen Feenursprung. Okay, ja, dann teile ich das auch noch, dass außer diesem. Dass wir die. Unsere Abstammung. Doch irgendwie von Fey. Charakteristika und Ursprung sind und damit in Verbindung stehen, es auch tendenziell schwieriger ist, uns magisch zu beeinflussen. Also meinst du, würde auch die Suggestion nichts bringen? Das mit dem Schlaf ist durchaus bis zu dem Tag in deinem Schloss dachte ich, dass es gänzlich unmöglich wäre, aber es ist auf jeden Fall nur schwieriger, magischen Einfluss auf uns auszuwirken. Es ist nicht unmöglich. Und offensichtlich auch nicht der Schlaf. Allerdings ist das erheblich schwieriger. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das möglich ist. Und dann hoffen wir, dass dort kein Elf auf uns wartet. Sollten wir tun. Aber nachdem er, sie, es ein Freund ist, will ich das jetzt nicht ausschließen. Nun. Wer ist ein süßer Drache? Was macht der kleine süße Drache? Ja. Ja. Ich hab leider nichts. Wie heißt das, wenn du was essen willst? Speck. Ganz genau. Hoppala. Hunger. Speck. Hunger. Ja, fast. Hunger. Mhm. Hunger. Mhm. Speck. Okay.
Irgendwann gibt's auch wieder Sperrkörper da. Irgendwann. Tätschel ihn so mit der Mage rennt wieder. Er versucht so ein bisschen danach zu greifen und danach zu schnappen. Einfach nur um zu spielen. Wie eine Katze. Habt ihr eure Short Rest abgeschlossen? Ja. Ja. Ja? Ja. Allgemeines Nicken. Mhm. Dann hört ihr nach kurzer Zeit ein weiteres Mal den Schlüssel im Schloss klacken und mehrere schwere Stiefel jetzt in eure Richtung kommen. Und der Schlüssel in eurer Zellentür wird wieder umgedreht. Sie wird aufgeworfen und ihr hört wieder die alten Kommandos, dass ihr euch an die Wand stellen sollt. Ja, ja, ja. Und, ihr werdet begrüßt von 5 hochgewachsenen, dunkel gerüsteten Wächtern, die euch bedeuten, in ihre Mitte zu treten und mit ihnen gemeinsam auszuüben. Mhm. Drache in Tasche. Zwei Wächter gehen vorne weg, die anderen 3 bleiben hinter euch. Ihr geht das kurze Stück durch den Gang bis zur Tür. Und werdet durch diese Tür durchgelassen, gelangt in den kleinen Wachraum und von dort aus weiter in einen euch ebenfalls bekannten Raum, wo eben Tische mit verschiedenen Waffen stehen. Rüstung und allerhand anderem magischen und nicht magischen Gegenständen. Magischen? Ja, einer der Wächter holt aus seiner Tasche eure Magifuki und wirft sie ziemlich achtlos auf einen der Tische. Zumindest dein und Sinister. Mein Buch wahrscheinlich auch. Genau, und dein Buch auch. Ja. Das nehme ich an mich. Ein bisschen mit Säuer. Das Auto ist immer noch nirgends in. Ja, gib mir mal einen Perception-Check. Mit säuerlicher Miene nehme ich das an mich, die das so achtlos behandelt haben. Come on! Ich setze meine Waffen wieder liegen. Dürfen wir auch erfahren, wo es hingeht und was wir machen sollen? Ihr folgen. Ihr kämpfen. Kämpfen, zur Abwechslung mal. Ja. Umi grinst. Okay, ich sammle alles genauso ein, was ich beim letzten Mal auch dabei hatte. 10 Dolche, 10 Bögen. Okay. Ja, ich rüste mich auch wieder mit Armbrust und Rapier aus und ja, Rüstung wurde zwar nicht abgenommen. Ja, Armbrust. Leichte Armbrust nehme ich ihn durch. Ja, mein Magiefokus und mein Buch. Okay. Und Pfeile. Also Bolzen für die Armbrust. Okay. Nur, dass ich es gesagt habe. Schild, 2 Dolche, Magiefokus. Okay. Einer der Wächter, der hinter euch gestanden hat, klopft jetzt an die Tür euch gegenüber und durch die tritt Hedi und trägt einige Gegenstände, die euch bekannt vorkommen. Sie trägt Reinhards Schild und einen Rapier und eine Flasche mit einer kleinen rot-rötlich klaren Flüssigkeit. Okay. Und an dich gewandt, sagt sie auf Elfisch: Geschenke für euren Sieg. Geschenke sind unsere Sache. Achso, ich verstehe das nicht. Verdammt! Ich hab das in Echtzeit übersetzt an ihn, aber ich habe das nicht zurück übersetzt, was Ren gesagt hat. Okay. Wahrscheinlich besser. Dankeschön. Sagst du auf Englisch? Nein. Ich sag... Nudels. Dankeschön. Ich sag... Du hast es so betont, deswegen... Nein, ich sage Dankeschön und nehme den Faden. Alles klar. Ja, auf Anderkommen. Ja, danke schön, sage ich so, wie es sieht. Ich
sage Dankeschön, halte Augenkontakt, stell dabei den Schild, den ich mir genommen hatte, so hin, als würde ich ihn anlehnen, aber ohne ihn gegen was zu lehnen, lass ihn also im Prinzip umfallen und nehme dann rein, hat Schild. Ja, Umi würde sich dann auch das Rapier nehmen und das andere Rapier ebenfalls dann zu, ziemlich achtlos zu Sinisters gerade frisch abgelegten Schild fallen lassen, würde sich dann den Schild nochmal ansehen, den Sinister gerade abgelegt hat, und es ist, was ist das für ein Schild? Es ist ein ziemlich einfacher Holzschild mit einem Metallrand drumrum. Okay, weil technically hat Umi Arme Proficiency. Das heißt, sie würde dann einmal so gucken, hast zwischen Schild und Armbrust und kurz gucken, wie sie sich fühlt, und dann würde sie tatsächlich schweren Herzens die Armbrust hinlegen und den Schild an sich nehmen. Hast du eine Shield Proficiency? Die ist extra. Ich habe mit College of Valor habe ich Medium Armor Shields und Martial Weapons gekriegt. Okay, dann ja. Dann habe ich nichts gesagt. Ich auch nicht. Ja, dann. Was hast du nicht gesagt? Nichts. Alles, wir haben uns nur gefragt, wegen, ob du die Proficiency hast oder nicht. Aber dann hast du sie, okay. Dann ist ja alles. Hast du. Ja, habe ich. Das heißt, ich kriege jetzt plus 2 auf meinen AC, richtig? Solange du den Schild angelegt hast, kriegst du plus 2 auf deinen AC. Das nehme ich in Kauf. Ich habe jetzt in der einen Hand Rapier und in der anderen Hand Schild. Okay, solange du beide Hände belegt hast, kannst du keine Zauber mit somatischen Komponenten ausführen. Ja. Okay. Und den Schild loszuwerden kostet eine Action. Sag ich nur. Fallen lassen? Fallen lassen kostet eine Action? Jo, beim Schild schon, weil angenommen wird, dass du Riemen aufmachen musst. Ah, okay, macht Sinn. Bosse fährt hier ganz andere Geschütze für die Kämpfer auf jetzt. Es war fallen lassen. Ich hab nur endlich Regelübersicht und weiß, wie es geht. Ja. Nein, ist die Waffe fallen lassen kannst du frei. Die ist ja nicht okay, Waffe wieder aufheben? Angegurt. Auch frei, aber erst im nächsten Zug. Fair enough. Eins von beiden kannst du machen. Ich glaube, Bosses Regelübersichten werden demnächst unauffindbar sein. Rein zufällig. Verschwinden einfach. Ich habe auch noch dieses tolle Buch, das kannst du nicht so leicht verstecken. Auch rein. Das kann ich nicht so leicht verstecken. Ja, das ist nämlich auch digital hier drauf. Dann du machst es nicht besser, du machst es. Für dich. Dein Laptop, das Buch, alles so in der Feuerschale draußen. So nächste Woche kommt Bosse so nach Hause, war das ganze Haus schon. Moment, hatten wir. Nee. Das Internet, wie hackt das Internet? Ich habe dann aber tatsächlich eine Frage, bevor ich was Dummes tue. Den Magiefokus muss ich ja zum Zaubern auch in der Hand haben. Und wenn ich jetzt auch noch ein Schild habe, dann sind ja meine Hände voll. Das heißt, ich kann keine somatische Komponente ausführen, oder? Aber die Hand, mit der du die somatische Komponente ausführst, darf die Hand sein, die den Magiefokus hält. Oh Gott, hört auf. Flash. Entschuldigung. Wie gesagt, Magiefokus festhalten macht ja bei Umi dann nicht so viel Sinn. Das ist dann ja, sie muss ja wirklich erst den Ton angeben, richtig? Ja, aber wir hatten doch bei der Flöte gesagt, du brauchst nur einen Ton, an dem du dich orientieren kannst, um zu singen. Ja, genau, aber ich brauch, also im Sinne von, muss ich die Flöte festhalten, wenn ich sie im Mund stecken habe und einfach reinblase? Naja, kannst du dann singen? Es nicht so gut ab. Du kannst es nicht so gut faken, dass du die Flöte zwischen deinen Zähnen festklemmst, zu spielen. Fair enough. Vor allem, du willst dann singen mit dem Ton oder was? Und hast aber die Flöte im Rachen. Stimmt, ich sehe das. Du, ganz ehrlich. Weil diese Flöte so schärflich beschrieben wurde. Ganz ehrlich, so witzig. Super lustig, so witzig, nein. Wie das aussieht. Bitte, bitte. Aber das merke ich mir. Das mache ich irgendwann mal bei einer Gelegenheit auf einer Bühne, weil das ist die beste Möglichkeit, einen Song zu eröffnen. Aber das ist so eine irische Penny-Müsse im Mund. He sleeps. Okay. Wir haben das jetzt ausprobiert. Ja, ihr bekommt Teile eurer Ausrüstung zurück. Und naja. Ach, das ist sogar meiner, den ich bekommen hatte. Es ist halt eine Flasche mit dem Trank. Ich weiß nicht, wie genau du dich... Sieht die Flasche genauso aus wie die ich wieder eingesagt habe von Manfred. Gib mir mal einen Perception-Check. Oder Investigation. Gib mir nochmal einen Investigation-Check mit deiner schönen Expertise jetzt. Es sieht ziemlich genauso aus, gut. Ja. Okay. Dann macht euch Hedi den Weg frei.
Und ihr schreitet erneut durch den Gang. Macht eine Kurve nach links und geht vorbei an der großen Doppeltür und die Treppen, die Stufen hinauf. Ja. Und steht jetzt vor den wenigen Eingangsstufen zum großen doppelflügeligen Tor der Arena. Sind wir eigentlich noch gefesselt? Ihr wurdet nicht wieder gefesselt, seit ihr aus dem Palast rausgekommen seid. Ich weiß schon. Danke. Ja, danke, dass du dran denkst. Dran denken, Blindsprung zu machen. Mhm. Immer gerne. Und die Wächter hinter euch versammeln sich. Und sind es dann ganz leise. Sehr, sehr leise. Hörst du nur die Worte auf Elfisch an deinem Ohr von einer männlichen Stimme? Nicht töten. Und dann treten die Wächter zurück. Und das Tor vor euch öffnet sich. Gut, dass ich kein Elfisch spreche. Du hättest es, glaube ich, auch nicht gehört. Nee. Also auch rein akustisch, richtig. Lautstärke technisch nicht, oder? Es war wirklich leise, ja. In Sinister. Torflügel öffnen sich und euch bietet sich der Anblick der Arena. Der kurze Korridor führt euch auf den großen Platz, der jetzt nicht durch die Stalagmiten und Teiche gezeichnet ist, sondern durch zwei in Ruinen liegende Gebäude und mehrere kleine Ruinenstücke und eine einzelne steinerne Statue direkt vor euch. Wie haben die das denn so schnell umgebaut? Ist ja langweilig, wenn die immer die gleichen Leute kämpfen sehen. Eigentlich hätten die ja auch ein bisschen Abwechslung verdient. Ich meine, was ist denn das für uns? Das ist doch Abwechslung. Nein, für die Leute. Die sehen ja immer nur uns. Wir haben uns erst einmal gesehen. Ja, eben. Ich könnte mich öfter als einmal sehen. sieht das denn aus wie derselbe Platz ansonsten? Ja, rechts und links von euch habt ihr wieder die Tribünen, den Tribünenaufbau und vor euch seht ihr die steinerne Wand. Nur das Gelände auf dem Platz scheint sich etwas verändert zu haben. Okay. Dann geben wir ihm mal eine Show. Und ich gehe nach draußen und gucke mich um. Okay. Dann zeige ich euch mal, wie das da so aussieht. Ja, das wollte ich nur. Ich habe die Battlecam nicht umsonst aufgebaut. Jawohl. Battlecam. Hübsch. Haben wir noch nicht gesehen. Habe ich noch nie zuvor gesehen. So pretty. Jawohl. Nice. Wir sind schon so verwöhnt, so, ach ja, das wieder. Ach nee, ich war gerade so richtig, wir sehen es noch. Shit. So. Dominik, du musst nett sein zum DM. Bin ich, das ist voll geil. Sonst hat Ren die längste Zeit gezaubert. Sonst gebe ich dir zum nächsten Kampf nicht deinen Magiefokus. Ich wollte gerade sagen, zurück. Den Magiefokus, den braucht er ja nicht. Naja. Er ist der Tank, hallo. Ja, solange ich meine Armbrust kriege, ist alles gut. Okay. Was ist, wenn du keine Bolzen dazu kriegst? Das wäre gemein. Das sehe ich gerade so mit der Armbrust, als Rennen einfach. Ja, was ein echter Tank sein will. Aha. Das haben die da mal eben so aufgebaut, oder was? Ach, who knows. Gemagicked. Vielleicht ist es ja genau Magic. Ich glaube. Ginny möchte das gleich auch sehen. Ja, muss. Dominik, immer ein Photoshop. Das ist Illusory Terrain und dann war das ein Illusion Wizard, der hat das echt gemacht und fertig. Und fertig. So einfach ist das. Aber Bosse baut ja noch, dann warte ich noch. Ich liebe die Implikation, dass sie diese Teiche einfach zugebuddelt haben. Ja, voll schnell. Vor allem, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Eine Stunde, zwei? Ja, etwa zwei Stunden. Wow. Ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich einfach ein anderer Raum, oder? Nee. Das ist die gleiche Arena. Vielleicht dreht sich dieser Boden davor irgendwie.
Magic! Das ist das, was ihr seht. Ren, du gehst als erster vor. Ja, sehe ich noch diese Luke? Ja. Hm. Also die Umrisse davon kannst du immer noch ausmachen. Interessant. Interessant. Wer geht nach Ren? Guck mich nicht an, ich guck euch alle an. Umi mit dem Schild voran. Voran hinter Ren. Ja, dann kommt Celeste. Und voran bleibt hinten. Wer hätte das gedacht? Der Rogue bleibt hinten. Hattest du jetzt schon ein Bild geschickt? Ja. Drei, mein Freund. Drei. Dann mache ich einfach noch eins. Einfach so. Ja, deine Perspektive habe ich ja nicht. Dann kann sie besser navigieren, was wie wo. Das ist korrekt. So, wie viel möchten wir wetten, dass diese Statue sich gleich bewegt? Nee, bitte nicht. Das ist auch ganz gut so. Ja, jo. Okay. Auf unserer Seite ist quasi immer noch eine Wand. Auf eurer Seite, ja, genau. Mhm. Die vierte Wand ist zu. Okay. Mage Armor ist ja noch an, dann wahrscheinlich. Mage Armor hattest du vor dem ersten Kampf benutzt, ne? Ja, dann ist die noch an. Cool. Was tut ihr? Ach so. Wir sollten uns wieder positionieren. Und ich würde in das Haus gehen. Kann man da ganz hoch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Mit einem Sprung. Ich gehe so auf die Treppe, die nach oben führt, aber die kaputt ist. Okay. Hier so? Ja. Also so, dass ich noch in Deckung bin, quasi dahinter. So. Aber, ja. Genau so da irgendwie in der Ecke. Meine Base ist zu fett. Was macht die anderen? Ich würde dort an die Mauer außen hingehen zwischen der Wand von der Tribüne und der Treppe in der anderen Ruine. Hier hin? Genau, aber noch ein bisschen versteckter Richtung Wand, genau. Okay. Lovely. Da, wo man dich auf keinen Fall von einer der beiden Kameras sieht. Yes. Okay. I'm that sneaky. Umi würde sich eigentlich bei Sinister bleiben wollen, beziehungsweise sie würde ihn dann kurz beim Aufstellen zutischen, so von wegen so, willst du dich verstecken oder soll ich dir Deckung geben? Ich weiß, dass du eben ziemlich mitgenommen wurdest. Ich habe bestimmt nichts dagegen, wenn du aufpasst, dass ich nicht nochmal fast verstecke. Nicht nochmal so viel Schaden nehme. Sie nickt und geht dann so in so, keine Ahnung, so zwei Schritte neben Sinister in Deckung, dass man sie halt auch schlecht erkennen kann, aber wenn sie halt komplett aufeinander stehen, dann sieht man die beiden ja total. Deswegen, weiß nicht, wie man kann gerade nicht den exakten Winkel einschätzen. Zu viel. Vielleicht auf der anderen Ecke von der Ruine? Ja, sounds good. Hier so? Achso, nee, ich meinte genau ums Eck quasi, wo es Sinister steht. Achso, ja, das geht auch. Dann ist man noch näher. Geht. Ja. Nice. Und sie zischt trotzdem Sinister noch zu, ey, wenn diese Statue gleich anfängt, sich zu bewegen, ne? Weil mittlerweile nach der Überraschung mit dem Teich. Ich würde mich, bevor ich mich positioniere, erstmal gerne umschauen in Bezug darauf, ob es noch irgendwelche Öffnungen an den Seiten gibt. Okay. Das wäre das Erste, wonach ich schauen wollen würde. Gib mir einen Perception-Check. Das ist eine 24. Nein, wie beim ersten Besuch in der Arena entdeckst du in den Wänden keinerlei Türen oder Unebenheiten im Mauerwerk. Okay, dann würde ich mich rüber bewegen wollen zu dem Gebäude von Ren, was ich jetzt nicht sehe. Was dahinter, also ich würde hinter das Gebäude wollen und dann wahrscheinlich außen rum, bis da, wo ich mich quasi wieder sehen kann. Also da, wo ich nicht rankomme. Genau, da, wo du nicht rankommst, sorry. Ja, und ich würde auf dem Weg mir gerne die Statue tatsächlich angucken in Bezug auf zwei Dinge. Erstens, ob es die gleiche ist wie vorher beim ersten Kampf. Da war nämlich auch eine Statue. Und zweitens, ob sie anders steht. Als beim ersten Kampf? Ja. Ob sie genau am gleichen Fleck steht oder andersrum gedreht ist. Ich glaube nämlich, sie ist anders gedreht. Aber gib mir einen Investigation-Check. Investigation? Eine... 6 und... Nee, Entschuldigung, 25. Okay.
Die Statue sieht eher sehr ähnlich. Du bist dir nicht zu 100% sicher, ob es die gleiche ist. Aber, du hast, aber es ist die gleiche Haltung, Motivik. Du könntest immer nicht schwören, dass es dieselbe ist. Mhm. Und sie steht anders, als sie beim letzten Kampf stand. Dann hätte ich, wenn sie anders steht, geguckt, wie sie festgemacht ist. Sie steht auf einem steinernen Sockel, der nicht im Boden besonders eingelassen ist oder sowas. Okay. Aber an sich schwer zu bewegen. Woraus ist die... Du hast den Eindruck, sie ist aus Stein. Okay. Schwarzer Stein wahrscheinlich. Ja. Okay. Wie alles hier. Alles hier ist aus schwarzem Stein. Verdammt. Ich hätte mich da natürlich versteckt, wo ich jetzt stehe. Und dann gib mir doch mal einen Stealth-Check. Kann ich versuchen, mich zu verstehen? Ja, kannst du. 15. Krass. Vergesse ich immer wieder. Oh. Geil. Oh. 19. Okay. Der Tank ist sogar besser gerade im Verstecken als der Rogue. Wer hätte das gedacht? Man muss nur mal würfeln. Du stehst wirklich, du stehst da hinter dem Gebäude, ne? Yes. Okay. Und ich wollte mich halt aber so... Ich, hätte mich, ich weiß, ich kann nur deine Mini nicht sehen. Ja, ich hätte tatsächlich, sehen, ne? Ich hätte mich aber so hingestellt, dass ich den Platz irgendwie noch im Blick hätte, also so weit um das Gebäude rum, dass ich das zu. Dann musst du bis hier gehen. Bis dahin? Ja, weil durch die Fenster kannst du nicht gucken von unten, weil die zu hoch sind. Dann musst du dich entweder hier in die Gebäudeecke stellen oder da. Sonst kannst du den Platz nicht sehen. Ja, dann da, also näher bei mir dran an die Gebäudeecke, weil hier ist ja nur Wand. Ne? Jo. Gut. Wie hoch ist die Wand? Die hier? Ja, nee, die Felswand, die vierte Wand. Die Felswand scheint die Außenwand einer der riesigen Säulen zu sein. Oh, okay, ja. Der beiden riesigen Säulen, die das Dach der Kaverne tragen. Okay. So. Und ja, wo ihr seid, könnt ihr aus eurem Blickwinkel alle das gespannte Publikum beobachten. Mhm. Hunderte von schwarzen Gesichtern mit weißen Haaren, die euch aufmerksam beobachten, miteinander tuscheln und auf euch zeigen. Und die von Haare färben will. Dann sagt der mit den weißen Haaren. Ja, der. Ja, was? Das ist ein Karma. Ja, verdammt, habe ich nicht mal dran gedacht. Dann hört ihr ein mechanisches Klacken und Rumpeln, als sich der Boden der Luke zweiteilt, auffährt und von unten aus dem Boden beginnt, eine Gestalt aufzusteigen. In gemächlichem Tempo, gleichmäßig, langsam, macht sich zuerst ein Kopf mit graublauem Haar. Ein kaltblaues Gesicht und massive, große, muskulöse Schultern, um die Arme eines Fells geschlungen sind. Eines grau-weiß-schmutzigen Fells. Die Gestalt ist gigantisch. Und vor euch... Oh nein! Ah! Oh, not good. Nolisien. Das soll ein Freund sein. Etwas. Holy shit. Großes, Jenny denkt sich so. Was du, Ren, oh, nein. Als einen Frostriesen erkennst. Ah, okay. Der einen gewaltigen Streithammer über der Schulter und vielen Narben am Körper jetzt mit einem gewaltigen Rumpeln zum Stehen kommt. Den Hammer bam auf den Boden schlägt und auf Giant, was du glaubst, ja, ich verstehe das. Brüllt: Ich bin Alf Sieger! Wer ist mein Feind? Ich nicht. Würfelt bitte alle in die Holy shit, holy shit. Oh, natural 20. Sehr gut.
Das bringt mir aber nichts, wenn ich katatonisch am Boden liege. ja, 21. Okay, jemand über 20? 21. Rennen. 15 bis 19. 17. Okay, ich kann verstehen, dass du schneller bist. Ist in Ordnung. Zehn bis 14. 5 bis 9. 9. 8. I love this party. Ah. Da müsst ihr halt eine Runde auf das Fairy Fire warten. Ich hab das leider nicht nur an Terrorview hattest. Und ich musste hier nicht. Okay. Dann beginnt Rennen. Würdest du sagen Wisdom oder Constitution Saving Throw? Ich meine Wisdom Saving Throw. Okay. Natural One, das passt so gut. Aber ich habe Advantage auf die Dinger. Nein, du hast nur Advantage, wenn es ein magischer Effekt ist. Ach ja, der Natural One, krass. Und das macht eine 6. Rennen. Mhm. Der Anblick dieser Gestalt löst in dir Erinnerungen aus. Angst, Panik. Du sitzt in deinem Versteck und hast über den Mauersims der Treppe geschaut. Entdeckst diese gigantische Gestalt, hörst diesen Namen. Kommt mir der Name bekannt vor? Der Klang des Namens kommt dir bekannt vor. Und brichst zusammen. Du bist stunned. Habe ich mir gedacht. Okay. Corrigan. Ich schieße. Vielleicht. Okay. Ich habe ja irgendwie keine andere Chance, als zu schießen. Deswegen tue ich das. Mit Advantage. Oder nicht. Nein, nicht mathematisch. Er lässt seine kalten, eisblauen Augen durch die Arena wandern und sieht dich. Okay, da schieße ich ohne Advantage. Ist okay. Bitte. Natural One. Wir haben kein Glück. Als diese Gestalt über den Boden hinaus wächst, den Hammer in den Boden schlägt und diese Stimme wie ein Donnergrollen über euch hinwegrollt, bist du so irritiert, dass du deinen aufgelegten Pfeil fast fallen lässt, ohne die Sehne richtig abzuziehen. Und ja, dein Schuss geht ins Nichts. Willst du noch was machen? Ja, ich benutze mein Movement, laufe um die Ecke da rum, hinten, das, also so weit wie irgendwie, dass ich wieder sehen kann, wenn das geht. 15... 20, 25, 30, du kannst noch nicht wiedersehen. Okay, aber ja. Aber ich benutze meine Bonus-Action, um mich zu verstecken. Alles klar. Versteck dich. Mit einer 18. Alles klar. Ich brauche neue Würfel. Boba, du hast es gehört. Nein, das sind, ich habe hier, das sind die Corrigan und das hier. Du benutzt doch Boba-Würfel. Ja, ich nehme die Boba-Würfel. Das okay. Sind aber die benutze ich immer mit James. So. Dann ist Alfsticker dran, der ja, seinen Blick durch die Arena schweifen lässt und direkt da eine Gestalt ausgemacht hat. Wo? Oh. Da, wo Corrigan eben verschwunden ist. die aber verschwunden ist und sein Blick sich jetzt zu Sinister und Umi wendet. Not again! Wer kann noch heilen? Er richtet diesen Hammer, dessen Hammerkopf ungefähr die Körpergröße von dir hat, Sinister, richtet er mit einer Hand auf dich, zeigt auf dich und ruft Du! In einer Sprache, die du nicht verstehst. Nein, nicht ich. So liegt drin, aber... Dann ist Sinister dran. Frage zur Formaturgy. Hier steht, ich kann einen Instant Soundeffekt machen
der auch ominöse Flüsterei beeinflusst. Würdest du mir erlauben, dass ich die Stimme der Flüsterei dabei oder dass die Worte dieses Flüsterns machen kann? Alternativ auch meine Illusion oder Prestidigitation, aber die waren eher unpassend. Ich frag dich nur, ansonsten mache ich was anderes. Ich weiß glaube ich noch nicht konkret, worauf du hinaus willst, aber grundsätzlich kannst du bestimmen, was das für ein Flüstern ist oder die Stimme des Flüsterns, ja. Ich würde du kannst das aber nicht benutzen, um Nachrichten zu schicken oder sowas. Wenn du jemand anderem von deiner Party was ins Ohr flüstern willst darüber oder sowas, das funktioniert nicht, aber du kannst halt so ein ominöses Flüstern, wo eventuell Wortfetzen draus zu verstehen sind. Dann würde ich versuchen, mit der Wache, die mir geflüstert hat, nicht töten und Freund um den Kopf schwirren zu lassen als Flüstern, wenn du das erlaubst. Was hat das für eine Range? Ja, 30 Fuß. Dann würde ich rangehen, wenn das nicht... Oh. Oder... Musst du das Ziel sehen können? Also ist das Point of Entry? Yes, muss ich. Nein, mach ich das nicht. Das Tor ist zu, also du hast keinen Sichtkontakt zu der Wache. Ich gehe hinter die andere Mauer und würde auf dem Weg nie bedeuten, mir vielleicht zu folgen, wenn sie soweit ist, aber vor allem mich eher in Sicherheit bringt. Wohin willst du gehen? Soweit wie möglich. Richtung andere Ecke, genau. 15, 20, 25, 30. Lovely. Also, bis zur anderen Ecke. Danke. Super. Okay. Da hast du auf jeden Fall eine gute Deckung. Okay. Willst du noch irgendwas anderes haben? Nein. Alles klar. Umi. Umi feuert ein Fairyfire ab und folgt dann Sinister. Alles klar. Fairyfire ist ein Dexterity Save. Das ist eine 6. Das ist gefailt. Jawollo. Jawollo. Das heißt, der Eisriese leuchtet jetzt pink. Okay. Und wir haben Advantage. Das ist sehr gut. Also, ja, wir können ihn immerhin nicht mehr verfehlen. So, weil man ihn ganz gut sehen kann. Ich hoffe, er ist nicht zu sauer. Ach ja, und Bonus-Action war die Inspiration bei Diane Sinister, obviously. Alles klar. Während sie ihm halt quasi auf den Fersen folgt, um da weiter in Deckung zu gehen. Und sie flüstert nur so: Hey, auch wenn der groß ist, den kriegen wir klein, oder? Okay, eine Bardic Inspiration für dich. Dann ist Ren wieder dran. Gib mir noch einen Wisdom Saving Throw, bitte. Oh. Ja, war besser. Das ist eine 23. Okay. Kannst du agieren? Ren richtet sich halb auf, zittert am ganzen Leib und schaut einmal so rüber. Nie wieder! Feuerball auf das Ding. Okay. Geh gut los. Tötet Tote. Ihn nicht! Ja. Das ist eine 17 auf dem Safe. Toll! Nein. Das war ein Dex-Save, naja, aber hat er geschafft, dann kriegt er die Hälfte von dem Schaden. Okay, dann würfel 8d6. Genau. Schaden. 8d6 ist die Hälfte? Nein, 8d6 ist normal und das wird dann halbiert. Achso. Wir halbieren nicht die Würfelzahl, sondern das Ergebnis. Okay, fair enough. Okay. Danke. Das sind 11. 13, 17, 20, 24, 30, 31, Feuer Damage. 25 wird auf- oder abgerundet? Hä? Abgerundet. 25? 31? Du musst halbieren. Achso. Ja. 31. 31. Hab ich jetzt gesagt. 15. Sind 15. Dann, explodiert. Du schleuderst mit enormer Wut den Ball aus Feuer in seine Richtung, der direkt vor seinem Brustkorb detoniert. Der Riese macht einen Schritt zurück und kriegt nur die äußersten Flammenwellen ab, die in seinem Fell und an seiner Brust Feuer fangen. Ah, und er versteckt sich wieder dahin.
Alles klar. Also du gehst wieder in Deckung einfach. Ja, obwohl der genau auf meiner Höhe ist. Das ist dazu. Mhm. Dann ist Corrigan dran. Ich gehe um die Ecke. Mhm. Okay, und dann gibt mir mal einen Angriff mit Advantage. Das ist eine nicht natürliche 20. Das trifft. Mit Sneak Attack dann. Mit Sneak Attack, wegen Verdeckt oder Fairy Fire sitzt ja auch. Schade. Scheiße. Denk dran, dass du die plus 1 durch den magischen Bogen gerade ja, kriegst, ne? Stimmt. Genau. Das ist, geht sowohl beim Hit als auch bei der Schmutter. Ja, dann ist es 11. Alles klar. Dein Pfeil fährt ihm zack in die Brust und scheint aber nicht so tief einzudringen, wie du das erwartet hättest. Durch diese enorme Dicke der Haut. Und jetzt siehst du, dass diese Gestalt aussieht, als würde sie in permanentem Frost und Eis stehen. Der Atem, obwohl es hier unten nicht besonders kalt ist, bildet kleine Wölkchen, wie in Minusgraden. Ich laufe zurück wieder und verstecke mich wieder. Und wieder so weit, wie ich kann. 10, 20, 30. Die Haut ist ganz schön bitter. 27. Okay. I'm not there anymore. You were never there. Du warst niemals da. Dann ist Alfsigr dran. Wie heißt der? Hier gibt's keine Katzenhaut. Alfsigr. Ah, also, ja, okay. Altnordisch. Also nordisch. Also. Klingt nordisch, ja. Ja. Riesisch. Ja. Egal. 2 Semester Nordistik. Ja, dann übersetzt das doch. Alfsigr macht ein paar Schritte vorwärts, greift sich die Statue und schleudert sie in deine Richtung. Mhm, hätte ich mir gedacht. Die ist nicht echt, das ist keine Freundin für dich. Du hast aktuell 3/4 Deckung. Gut. Das heißt, deine Armor-Klasse ist um 5 erhöht. Ja, 19. Das ist eine 17 zum Treffen. 19 Amoklas, der Ding. Ja, okay. Meine höchste Amoklas, die mir jetzt hat. Die Statue, er greift sich die Statue mit einer Hand und schleudert sie gegen das Haus. Steine bröckeln über deinen Kopf zusammen. Dieses Stück Treppe, was da noch herausragt, bricht nach unten. Und du bleibst zum Glück unversehrt. Das ist dein Zug. Okay, danke. Dann ist Sims da dran. Yes. Ich würde da vorlaufen zur nächsten Ecke. Alles klar. Hier so hin? Yes. So, im Fuß, wie hoch ist der Boy? Big Boy. Der Boy? Der Boy ist ungefähr 20 Fuß hoch. 20 Fuß. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Krasses Teil. Ungefähr 20 Fuß, ja. Dann würde ich Phantasmal Force casten und versuchen, das Bild, das ich von Rems Kartendeck von dem Beholder aufgeschnappt habe, vor seinen Augen vor ihm aufflammen zu lassen. Okay. Nice. Was ist das für ein Safe? Tatsächlich steht hier, the target can use its action to examine the phantasm with an intelligence investigation check against your spell safety DC. Ja, ja, the check succeeds, the target realizes. Ich glaube, dass wenn es dran ist, das muss dann seine Action vergeuden, quasi, um das zu untersuchen. Was passiert? Ach, ja, nee, hier steht, the target must make an intelligence saving throw. Sorry, okay. Habe ich überlesen. Alles gut. Das ist ein sehr langer Text bei diesem Spell. Santavio hat den auch dafür. Das ist krank, oder? Das ist eine 11 auf dem Intelligence Save. Das ist
Dann ist er tatsächlich nicht geschafft. Nice. Cool, Berthold ist wieder da. Yes. Ja, Mann. Dann ist der Phantasmal Forest. Das heißt, vor ihm, vor seinem Auge, steht ein Beholder, der ihn bedroht. Und nur von ihm wahrgenommen. Und nur von ihm wahrgenommen. Cool. Was kann der Beholder machen in seinem Zug? Tatsächlich, wenn er dem Phantasm glaubt, kann bis zu 1d6 Psychic Damage pro Runde in der Wahrnehmung durch diese Illusion ausgeteilt werden. Okay. Wann passiert das? Das ist genau der Punkt. Each round on your turn. Also, das heißt, jetzt direkt wahrscheinlich. I guess so. Okay. Das muss ich da noch einen Angriff machen? Nee, das war ja sein Safe, den er verliert. Dann das 4 Psychic Damage. Nice. Okay. Genau, das verhält sich wahrscheinlich so, wie der echte Beholder das machen würde, mit Strahlen schießen auf das 4 und so, und der denkt halt, das ist nicht. Genau, so beschreibt das der. Und ich mache ab Concentration, was ich vor allem sage, dass ich es nicht vergesse. Alles klar, dann kriegst du einen Concentration Marker. Lovely. Cool. Wenn wir den jetzt gut genug ablenken, dann wird er nie untersuchen, ob das echt ist oder nicht. Und wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich mich noch ein bisschen zurückverziehen wieder. Warte mal, wie weit bist du gelaufen da? 15, 20? Ja, dann kann ich bis hier zurückgehen. Perfekt. Gut. Das war's. Dann ist Umi dran. Oder auch nicht. Umi wird übersprungen. Nein, Umi wird nicht übersprungen. Ich würde nur einmal ganz kurz zu der Concentration fragen, nur damit ich es nicht falsch mache. Ja. Ich kann keine weiteren Concentration Spells casten, richtig? Aber ich kann andere Spells casten, habe ich recht? Wenn du einen Concentration... Du kannst dich nur auf einen Spell gleichzeitig konzentrieren. Ja. Aber du kannst, du kannst Spells casten, die keine Concentration brauchen. Während du dich auf einen anderen konzentrierst. Das war die Frage. Ja. Weil dann... ich wünschte, ich hätte die Fernkampfwaffe mitgenommen. Würde Umi es bevorzugen, in Deckung zu bleiben und würde tatsächlich einfach nur ein... Moment, kann sie auf der anderen Seite die anderen irgendwie sehen? Also Corrigan und Ren? Ren kannst du sehen, Corrigan nicht. Okay, sind die in irgendeiner Form... Also kann ich ungefähr den Abstand einschätzen, zu dem ich mich zu denen befinde? Etwa 70 Fuß zu rennen. 70, 75 Fuß. Gut, dann ist ziemlich egal. Dann schießt sie einfach nur ein Vicious Mockery auf den großen, bösen Riesen ab. Das heißt, sie schreit einfach nur ganz laut eine Beleidigung auf Common, die er wahrscheinlich nicht versteht. Okay. Das ist ein Wisdom Save, richtig? Exakt. Ach, das ist ein Natural One. Das ist verkackt. Das heißt, er kriegt jetzt 2d4 Psychic Damage und Disadvantage auf den nächsten Attack Roll, den er macht. Alles klar. Das sind 5 Damage. Okay. Du schleuderst ihm diese Beleidigung gegen, die er vermutlich nicht versteht. Und und er verzieht trotzdem sein gigantisches, bärtiges Gesicht unter dem, was du ihm gerade an den Kopf geschleudert hast. Und du siehst, wie der Griff um seinen Hammer sich verstärkt und seine Hand anfängt zu zittern. War das dein Zug? Oha! Umi würde, wie gesagt, noch zu Sinister aufschließen, sodass sie eben immer mit ihm da in Deckung bleibt. Alles klar. Langsam. Kein Problem. Ja. Dann ist Ren dran. Das war mein Schluck. Okay, dann ist Ren dran. Wisdom Save? Ja, gib mir ein Wisdom Save. Ja, ich würde schon sagen. Nein, mache ich noch. Hat geschafft wahrscheinlich. 21. Ja, dann ist der geschafft, ja. Richtet sich wieder auf, seine Wut übermannt ihn wieder. Er ruft auf Riesisch zu dem Riesen. Hau ab und komm nie wieder! Und macht Suggestion auf den Riesen dadurch. Okay. Und er rennt so die ganze Zeit gegen die Wand. Ja, mal gucken, er kann ja auf die Wand hochklettern, habe ich gerade gedacht. Das ist ein Wisdom Save, ne? Ja. 18. Schade.
bleibe ich da. Oder okay. Beziehungsweise... Also er weiß ja, wo ich bin, der Riese. Dann, das weiß Ren ja auch. Ich glaube, Ren wird eher abhauen. Dann wird er runtergehen, die Treppe und so weit, wie er kann. Aber versuchen immer noch in Deckung irgendwie aufzuhören. Naja, du bist da, bist du ziemlich offen gerade im Moment. Also war ich oben auch so offen? Nee. Aber wenn er herkommt, kann er mich verprügeln. So oder so. Ja, aber ich muss auf. Ich muss abhauen. Also gehe ich so weit ich kann. In welche Richtung? Nach unten, also zu Corey gehen, an die Wand da, so quasi hinter dieses Bruchstück am besten, aber es geht wahrscheinlich. 25. Ups, ja. Gerade so hier raus und runter. Ja. Okay. Gut. Mhm. Dann ist Corey dran. Sag nochmal den Namen. Alf Sigge. Alf Sigge. Ich hab's nachgeguckt. Mhm. Also Sigge ist der Siegreiche und Alf hängt davon ab, entweder ist es Elf oder ist es ist weiß oder glänzend. Das heißt, du hast da wissentlich oder unwissentlich den Namen der Siegreiche Elf draus gemacht. Das ist eine mögliche Interpretation. Das ist eine mögliche Interpretation, das stimmt. Oder der glänzende Siegreiche oder so. Oder ich bin einfach zu blöd. Sein Name ist zusammengesetzt aus den Worten Elf und Sieg. Ja, genau. Mach draus, was du willst. That's what I said. Ich weiß. Aber das heißt nicht zwangsläufig der Siegreiche Elf. Ja, Elfen, also, ja, ist okay. Das ist okay. Ich möchte kurz wissen, wie sich mein Spell-Attack-Bonus errechnet, weil ich glaube, wir haben den nicht aktualisiert. Der Spell-Attack-Bonus verrechnet sich durch deine Proficiency und deinen Intelligence-Modifier. Also bleibt der bei 5. Intelligence ist plus 2? Ja. Ja, dann gut. Ist er plus 5. Dann würde ich Chill Touch casten. Okay, was hat das für eine Range? Das hat eine Range von 120 Fuß. Okay, damit solltest du ihn auf jeden Fall kriegen. Ja. Und ich habe trotzdem Advantage, richtig? Weil du versteckt bist. Ja. Und weil er gefeiert ist, ja. Ja. Hm. Ja, hast du. Das ist eine 17. Das trifft. Und das sind 2d8. Weil ich inzwischen bin. Das sind 6 Necrotic Damage. Okay. Und er darf keine Hitpoints regenerieren bis zum nächsten. Bis zu meinem nächsten Zug. Und er behält seine die Skeletthand, die sich an ihn rangecreept hat, bis dahin an ihm hängen. Okay. Das heißt, Ren, während du dich von dieser Ruine runter bewegst, ja. Schießt an dir vorbei eine spektrale, skelettierte Hand auf diesen Riesen zu, die sich mit ihren knöchernen Fingern tief im Oberarm vergreift. Und er schlägt danach und brüllt einmal laut. Ja. Oh, schön. Und ich habe aber immer noch meine Bonus-Action und mein Movement, die ich natürlich benutze, um da wieder rumzulaufen und mich zu verstecken, wo du einfach weitermachst. Ja, ich wusste doch schon, was du hier wieder machst. Verstecken. Eine 26. Wow. 26? Jo. Okay. Kein Problem. Dann ist... Er kriegt... Ja. Er zählt nicht als Undead, oder? Nein. Er nutzt seine Aktion, um den Hammer in beide Hände zu nehmen und zweimal wum, wum auf den Beholder vor seinem Auge einzuschlagen. Hat das einen Effekt? Wenn er das nicht untersucht mit einem Investigation-Check, tatsächlich würde der Hammer hindurchgehen, aber er rationalisiert das irgendwie und behandelt diese Illusion immer noch so, als wäre sie real. Also hier steht als Beispiel, wenn man eine Brücke illusionieren würde und dadurch das Phantasmophorste Gegner runterfällt, würde das immer noch glauben, dass die Brücke da ist, sondern sich eher einreden, dass es von der Brücke gestoßen wurde, dass der Wind kam, sonst irgendwas, dass es rutschig war. Geil. Alles nur nicht, dass die Brücke unecht ist. Na, alles ist klar. Wie soll man dann darauf kommen, das zu untersuchen und so? Das ist voll geil. Ja, nur wenn man das mit Magie auskennt wahrscheinlich. Vor allem, der ist ziemlich dumm wahrscheinlich.
Möglich wäre es. Geil. Sehr gut. Okay. Das, und dann fängt er noch an, den zu umkreisen. Oh, du! Weil nur Sinister weiß ja, was eigentlich gerade abgeht. Ja, ja, ihr anderen, du seht ehrlich nur, wie der Riese mit zweihändig geführten Schlägen die Luft vor sich zerteilt, einmal irgendetwas anbrüllt und sich dann in eine neue Position zum Schlagen begibt. Ganz ehrlich. Wir sind schon länger gemeinsam unterwegs. Bei euch wundert mich so ein Scheiß gar nicht mehr. Sehr gut, Elias. Okay. Schön. Das war Elfsigers Zug. Dann ist Sinister da. Ja, wenn ich jetzt nichts caste, dann muss ich da auch einen Concentration-Check machen? Nein. Also, du musst nur einen Concentration-Check machen, wenn du Damage kriegst. Oder wenn du einen anderen Concentration-Spell castest. Nee, nicht mal dann hörst du einfach auf. Achso, ja, okay, das reicht. Wenn ich einen anderen nicht konzentrierten Spell caste, dann muss ich einen machen, right? Nee. Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich musst du nur einen Concentration-Check machen, wenn du Damage kriegst. Okay, dann. Mach ich nichts. Okay. Beziehungsweise ich würde einen. Nee, ich kann auch nichts halten, dementsprechend. Wenn du was hältst. Concentration. Ja, nee, dann ersetzt das deine Concentration. Bleibe ich dabei, because he's a friendo and I don't wanna kill a friendo. Hm. Okay. Er wiegt bestimmt mehr als 500 Pfund, ne? Auf jeden Fall. Alles wiegt sogar mehr als 500 Pfund. Du wiegst nicht mehr als 500 Pfund. Na toll. Scheiße. Nicht unpraktisch, möglicherweise. Ja, ich meine. Aber du bist gar nicht dran, Umi ist dran. Sorry. Ja, also der Riese ist jetzt mit dem Rücken zu den allen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Zu Corrigan und Ren auf jeden Fall. Er scheint sich auf einen Punkt vor sich zu konzentrieren, bei dem du aber nicht sehen kannst. Okay. Die Frage ist halt, ob Umi diese 30 Fuß, die bis zu diesem gefallenen Holz, also dieser dreieckigen Ruine, diesen dreieckigen Ruinestück, bei dem Rennen ein bisschen in der Nähe sind. Ja. Sie halt machen wollen und sich dahinter verstecken, ohne dass sie ihn sieht, aber wenn sie halt voll in seiner Sichtlinie ist, weil sie da ja keinen Beholder sieht, auf den er sich fokussieren könnte, dann würde sie es halt nicht machen. Deswegen kann ich nicht einschätzen, ob das eine Sichtlinie ist gerade von hier aus. Das kann Umi auch nicht so richtig einschätzen. Okay. Ja gut, dann geht sie halt nur ein Stückchen weiter an die Hauswand ran und versucht, Rens Aufmerksamkeit zu kriegen. Meine? Ja. Okay. Und also, sie ruft ihm halt einfach nur zu, ich kann ihn nicht verstehen. Ich kann Suggestion nicht casten, wenn der mich nicht versteht. I know. Ja, aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee, ist okay. Und, genau, mit der Interaction geklärt. Lass mich nur einmal ganz kurz die Seite laden. Genau, weil dann würde sie einmal Dissonant Whisper noch casten. Okay. Das ist ein Wisdom Save, richtig? Der arme Kerl. Check. Ja, das ist ein Wisdom Save. Okay. A natural one. der ist verkackt. Dann kriegt er 3d6 Psychic Damage. Mhm. Und muss seine Reaktion nutzen, so weit wie möglich von mir wegzukommen. Das stimmt. Nice. Das sind 7 Psychic Damage. Mhm. Kommt der Bibo dann mit, wenn er jetzt abhaut? Ja, ich glaube, das ist ja so ein Effekt in seinem Kopf. Psychic-Ding. Ja, nur gedacht. Wahrscheinlich schon. Hat er die... okay. Ja, er kriegt 7 Psychic-Damage. Was flüsterst du denn?
You whisper a discordant melody that only the creature just can hear. Also würde ich halt eher einfach, keine Ahnung, ein richtig schiefes Bruder Jakob oder sowas. Okay, das ist auf jeden Fall. Also, dass es schief ist. Das ist auf jeden Fall extrem beängstigend. Und dann bewegt er sich noch sein volles Movement. Oder? Sein volles Movement? Must use his or her reaction to move away. To as far as the speed allows. Okay. Und not through dangerous territory. Fünf, fünfzehn, fünfundzwanzig, fünfunddreißig. Oh schön, der kann auch noch richtig weit laufen. Sorry, nee, es wäre doppelt gewesen, das heißt, der kommt bis hier. Der hat 35 Minuten? Nee, mehr, aber er kommt nur bis da. Okay. Du hast den Schaden nicht gewürfelt, den Entlang. Natürlich geht damit auch eine Bardic Inspiration am Rennen raus. Okay. Oh, nice. Würfel noch einfach einen D6 jetzt. Wenn ich noch darf, sehr gerne. Ja, mach. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Und dann das sind D8, ne? Ja. Yes. Falls du ihn verstehst, mach ihn kalt. Kälter. Oh. Wow. Der Witz war voll cool, okay? Get it? Ja, Ren würde drüber lachen, wenn er nicht so viel Angst hätte. Das war die Joke-Bell, weil der Witz sehr deutlich war. Eindeutig. Okay, das ist Unis Zug. Dann sind wir wieder oben. Dann ist Ren dran. Mach ihn kalt oder kälter. Aber mach zuerst deinen Wisdom Save. Ja, ja. Muss er das jetzt jedes Mal machen? Momentan würde ich sagen, mach das schon noch so. 17. Okay, du bist frightened. Scheiße, mit der 17! Holy shit! Okay, du weißt Bescheid, ne? Ja. Ren zittert nur im ganzen Leib und sagt nicht mal was. Das heißt, ich muss mich wegbewegen von dem, oder? Nein, das heißt nur, du kannst dich nicht näher an den Rand bewegen und alle deine Attack Rolls. Attack Rolls haben Disadvantage. Disadvantage on Ability Checks and Attack Rolls. Aber keine Spell Attacks. Doch, natürlich. Na okay, ein Versuch auswählen. Dann rufe ich ihm aber trotzdem auf Riesisch zu. Ich hab gesagt, du sollst abhauen! Und Suggestion casten. Okay. Das ist eine 17. Ich vergesse immer zu sagen Portent. Weil das stimmt, das vergisst du. Der hat bestimmt keinen hohen Wert, ey. Ja, dann schafft er das. Scheiße, du hast aber auch gerade Pech mit einem. Also mit seinen Würfeln. Was? Nicht? Ja, heute hast du die DM-Würfel nicht angepatscht. Okay. Danke an die Erinnerung. Ich weiß, was ich ich würde dann trotzdem hinter dieses Bruchstück da laufen. Das Buchstück? Bruchstück. Welches? Das kleine oder das große? Ja, das kleine. Klar, das ist toll. Steht das bei mir, danke. Bei dir? Wo bist du denn? Hinter der Wandmauer. Hallo. Versteckt. Das ist dein Zug? Ja. Dann ist Corrigan dran. Ja, ich mache den gleichen Kram wie eben. Ich muss ihn tatsächlich, glaube ich, noch nicht mal dafür sehen. Da steht einfach nur of a creature within range. Mit Chill Touch? Ja. Okay. Da steht einfach nur mit Creature Within Range und das ist 120 Fuß. Also. Lass mich das kurz nachschauen, das interessiert mich jetzt tatsächlich, weil das ist komisch bei einem Eingangsfeld. Steht, you create a ghostly skeletal hand in the space of a creature within range, make ranged spell attack against the creature. Stimmt. Und das mache ich. Jawohl. Das heißt, ich könnte das jetzt auch gegen jeden anderen in meinem Inhalt. Ja. Das weiß ich Bescheid. Eine 24. Das trifft. Sieben Necrotic Damage. Und die Hand gräbt sich wieder in sein Fleisch und bleibt da hängen. Und er hat nach wie vor, er kann nach wie vor keine Hitpoints regainen.
Er spürt jetzt nochmal dieses und greift sich an die Schulter, wo die skelettierte Hand in sein Fleisch schneidet. Und ja, fängt jetzt an, sich echt darüber aufzuregen. Und ja. Ja. Ich laufe wieder rum und verstecke mich wieder. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Der Rogue ist so abwechslungsreich. Ah, komm, ich schieße. Kreative Klasse. Ja, ja, ja. Hey, du machst mal was anderes als schießen. Ja. Gratulation an dich. Plus 10, also 10. 11. Okay. Der Riese wendet sich jetzt einmal um, guckt, woher diese Angriffe aus verschiedener Quelle auf ihn einprasseln, sieht dich, wie du aus deinem Versteck ins nächste rennst und sieht Ren auch hinter seinem neuen Mauerstück verschwinden und sieht euch alle eigentlich jetzt, wenn er wirklich versucht, sich mal umzuschauen und schaut dann auf diese Kreatur vor sich und würde an dieser Stelle tatsächlich versuchen, mal zu schalten, was das eigentlich damit auf sich hat. Das ist ein Intelligence-Check. Ein Investigation-Check. Also hier steht Intelligence in Klammern Investigation-Check. Okay, das ist ein Investigation-Check. Du wirst schon wieder ewig. Ja. Das ist ein Natural One. Oh. Der ist halt dumm. Ja. Wieso hast du Angst vor dem? Er ist doch viel dümmer als du. Er ist doch viel größer als ich. Ja, bei deiner Arme. Es umkreist wieder einen imaginären Feind. 40. Lovely. Das ist jetzt die dritte Runde mit Phantasmal Force. Das heißt, pro Runde 6 Sekunden. Habe ich das gerade richtig gemacht? Mhm. Das heißt, wir sind bei 18 Sekunden von einer Minute, wo ich das konzentrieren kann. Alles klar. Das heißt, er kriegt. Noch einmal ein D6, das sind 5 Damage diesmal. Ich hole mein Würfelglück heute nach, scheinbar. Vielleicht muss man öfter mit einem D6 warten. Ja, ich mache einfach nur noch Phantasmal Force, wieder was anderes. Und dann würde ich noch einen Firebolt hinterher jagen. Okay, das also kannst du tun. Ich habe geguckt, es steht nichts, dass das eine Action wäre, wenn... Nein, das hast du völlig recht. Dann bekomme ich einen Dex-Save. Nee, das ist ein Ranged Attack. Nee, ja, sorry, ich war hier meinst bei... Meinst du Sacred Flame? Ich war bei Sacred Flame, gerade hier zum Nachgucken, wollte aber bewusst Firebolt machen. Achso, ja, Firebolt ist ein Ranged Attack. Roll, auf den du Advantage hast, wegen Firefly. Super, das heißt... Das ist ein 21. Das trifft. Dann ist das ein D10, beziehungsweise die 2 D10 sind das mittlerweile, oder? Jawohl. Dann, oh Gott, die 0 ist eine 10. Eine 10. 10, dann sind das 17. Fire Damage. Okay. Du senkst noch einmal ihm das Fleisch von der Schulter und auch ein Stück des Fells an. Und ja, er sieht inzwischen ganz schön mitgenommen aus. Dann, wenn du es mir erlaubst, würde ich versuchen, Rennen einen Blick zuzuwerfen, falls er das überhaupt mitkriegt. Nee, glaub nicht. Thought so. But I tried. Ganz um ihn ran. Kann ich Rens Reaktion sehen? Gib mir einen Perception-Check. Ich würde auch gerne sehen, ob ich das gesehen habe. Ich genau so als Dex. Ja, gib auch mir einen Perception-Check. 14. 24. Was zeigst du denn für eine Reaktion? Naja, am Anfang, da habt ihr mich ja nicht gesehen, da war ich eher katatonisch, dass ich da nur so rumlag und jetzt inzwischen habe ich die Augen nur weit aufgerissen und starre da so in die Richtung und ich scheine mich nicht näher ranzutrauen und zittere. Ja, das nehmt ihr beide wahr. Meine Frage war eher, ob ich Sinisters Blick gesehen habe, aber... Ja, du hast Sinisters Blick wahrgenommen. Und du auch, weil er direkt neben dir steht. Okay. Umi, du bist weiterhin dran. Ach ja. Hat Sinister das Blick gesehen? Ja, er steht neben dir. Das hast du in dem Sinne schon wahrgenommen.
Okay, dann, ihr merkt alle, wie sie total verunsichert ist und dann halt Sinister so fragt, so, was tun wir denn jetzt und was macht Renna überhaupt? Und Corrigan kann sie nicht mal sehen und sie ist ziemlich überfordert, aber der, Riese ist ja noch anderweitig beschäftigt, das heißt, sie bleibt erstmal in Deckung und, würde doch einmal Dissonant Whispers auf, Level 2 casten. Okay. Wieder ein Wisdom Save, richtig? Exakt. 19. Der ist bestanden. Okay, dann würfel mal den Schaden, dann kriegt er die Hälfte drauf. Er muss sich dann auch nicht wegbewegen, oder? Genau. Ärgerlich. Oh, es sind immer noch 7 Schaden. Okay. Ja, und sie würde noch einmal ganz laut Corrigan, jetzt mach ihn einfach platt rufen und einen Bardic Inspiration in die Richtung schicken, falls es möglich ist. Aber sie kann Corrigan ja, glaube ich, nicht sehen, weil sie versteckt ist, richtig? Hören muss sie nicht, oder? Nee. Ja, genau, aber Umi kann halt die Range nicht einschätzen, so deswegen. Ja, aber Corrigan bemüht sich, vor dem Riesen versteckt zu sein und du stehst in ziemlich direkter Linie zu ihr, das heißt, du kannst sie sehen. Okay, dann. Ja. Bardic Inspiration hat geschickt. Okay, dann ist Ren dran. Gib mir einen Wisdom Save. No. Natural 20. Okay, dann endet dein Frightened Effekt. Nice. Dann atmest du tief durch und allein, dass du hinter dieser Wand stehst und ihn nicht sehen musst, hilft dir für den Moment über deine Gefühle hinweg. Ich hab gesagt, na, wenn er nicht hören will. Fireball. Okay. Ja. Natural 20 auf den Ziel. Ja. Aber das heißt Hälfte wieder, oder? Ja, Hälfte. Hälfte macht die Natural 20 leider nicht. Nee. Gott sei Dank. Was ist das für ein Ziel? Cyberpunk ist eine 6. 11. Ja, 26 Schade. Finde ich nicht gut. Ich habe bis jetzt noch nie gut gemacht. Dann mache ich den 13 dann halt die Runde. It's not worth a third level spot for that shit. Okay. So. Noch einmal seht ihr, wie durch die Ruinen und die zerstörten Fenster dieses Licht des Feuerballs in eure Augen strahlt. Als die Kraft der Magie sich entfesselt und eine weitere Brandwunde in der Brust des Riesen zurücklässt. Corrigan. Er steht noch. Er steht noch. Gut, dann caste ich Message auf Ren. Mhm. Ren, lass ihn einschlafen. Hm. Ach, ich kann ja antworten. Du kannst, genau. Hast du den mal angeguckt? Er ist riesig! Ich darf ja nicht mehr antworten, ne? Nee. Das ist ja nur. Und dann würde ich wieder mich um die Hausecke verpieseln und verstecken. Das war nämlich meine Action. Jo, das stimmt. Das ist eine 19. Alles klar. Gut. Dann ist Alfsieger dran. Schlägt jetzt noch einmal nach dem imaginären Feind, brüllt und blickt sich nach einem neuen Ziel um und rennt dann endgültig. 10, 15, 20. War der nicht frightened oder so? Ich war frightened. Und lässt mit seinem zweiten Angriff den Hammer auf dich rennen, Niedersaus, nachdem du ihn zum wiederholten Male die Brusthaare verbrannt hast. Weiß er gar nicht, wo ich war. Doch. Doch. Das weiß er. ja. Das ist eine 25. Treffen. Boah, ja. Bei deinen Angriffen bringt mir mein Schild nie was. Die sind immer viel zu hoch. Mhm.
Dann nimmst du ...22 Bludgeoning Damage. Als der Hammer über den Kopf geführt, BAM, einmal auf dich niedersaust. Das ist schon hart. Deswegen ja. Schlafen und so. Ja, wie angeschlagen sieht der denn aus? Der sieht schon sehr angeschlagen aus im Moment. Mhm. Naja. Der sieht schon ganz schön angeschlagen aus. Das ist sein Zug. Dann ist... Das, was lustig ist. Sinister dran. Ansichtssache, ja. Ich hab Sleep nicht vorbereitet. Wer braucht denn so einen Spell jemals? Du hast gesagt, du kannst ihn einschlafen lassen. Theoretisch. Schön ist das dran. Berthold macht nochmal einen Schaden. Also einen. Okay. Und dann... Fuck. Let's Firebolt this. Boy. Okay. Das ist nochmal eine 21. Das trifft. So. Das. Hast du mit Advantage gehört? Nee, aber bleibt bei 21. Okay. Hätte sagen können, dass du ein Critical machst. Dann sind das diesmal 13 Fire Damage. Jetzt, nachdem er noch ein weiteres Mal verbrannt ist, sieht er wirklich ziemlich gut aus. Mhm. Er bringt mir nichts. Wie wir festgestellt haben. Das war dein Zug? Ja, Entschuldigung. Okay. Umi ist dran. Er steht inzwischen 10 Fuß vor dir und hat gerade seinen Hammer auf Ren niedersausen lassen. Oh shit. Genau, das wäre jetzt halt die nächste Frage, die ich gestellt hätte, ob ihr mir kurz ein Update-Foto geben könnt, damit ich die Position sehen kann, weil momentan ist es eine schwarze Masse. Aus 5 verschiedenen Winkeln. Hey. So lobe ich mir einen Fotoshoot. 2 = 5. Ja, aber es gibt ja dann noch. Es gibt ja noch die Kamera, dann gibt es noch die Kamera und dann gibt es noch die Kamera. Es sind insgesamt 5 verschiedene Winkel, aus denen man das später begutachten kann. Ja. Aus denen wir jetzt insgesamt diese Battlemap filmen. Ich glaube, ich habe das von Jack gerade nochmal geschickt. Irgendwie war das hier in meinen Medien auf einmal vorne. Wow. Sorry. Auf jeden Fall steht er direkt vor dir. Ja. Also 10 Fuß von dir entfernt. Okay. 10 Fuß entfernt. Umi ist immer noch am Panik schieben bezüglich von wegen, also hat wieder versucht, irgendwie Rens Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und brüllt jetzt sogar ein bisschen Dwarf, um zu gucken, ob der Riese das vielleicht versteht. Okay. Aber kannst du die Reaktion sehen, wenn er das hört? Er darf ja nichts antworten, aber kannst du die Reaktion sehen? Ja. Was brüllst du denn? Keine Ahnung. Hier drüben, du hässliches Monster! Seine Aufmerksamkeit wendet sich zu dir. Aber du hast das Gefühl, eher wegen der Lautstärke, als dass er wirklich verstanden hat, was du gesagt hast. Na gut, dann sprintet sie in den Nahkampf zu Ren, sodass sie versuchen würde, ihn abzuschirmen und greift dann an. Das mit dem Rapier. Sehr lieb. 2-mal! Okay. Nice. Das ist eine 19. Das trifft. Fantastik. Soll ich dann jetzt auch direkt den zweiten Angriff machen? Nee, mach erst den Damage erst dafür und dann den zweiten Angriff. Direkt ins... Ich kann dich nicht hören, sorry. Erst den Damage dafür und dann den zweiten Angriff. Okay. Dann sind das... 8 Damage. Okay. So viel zum Thema leben lassen, ne? Du stichst durch das dicke, in Fell eingewickelte Bein des Riesen unter eine der Kniescheiben. Und darfst deinen zweiten Angriff machen. Jawohl. Okay, der zweite Angriff ist nur eine 14. Das verfehlt. Ja. Okay.
Der erste Stich sitzt, aber dann kriegst du den Rapier nicht rechtzeitig wieder raus, um nochmal so einen Schlag reinzusetzen. Und in dem Moment hat er seinen gigantischen Fuß schon direkt neben dich gesetzt und fokussiert sich jetzt mit seinem Blick auf dich. Und dann ist Ren dran. Ren gibt mir einen Wisdom Save. Ja, fuck. Diesmal hätte ich ihn nicht gebraucht. Moment mal, wir haben Advantage. Hä? Wir haben Advantage, ich hab Fairy Fire nicht aufgelöst. Darf ich da mal ihren Würfel drauf packen? Die Bardic Inspiration. Ja. Auf dem Wisdom Save. Ja, ja klar. Mach ich das, obwohl ich bringe. Okay, dann würfel noch 2 W20. Echt? Darf ich? Ich hab ja eigentlich. Okay. Wow. Ich hab eine 1 gewürfelt auf dem Bardic Inspiration, da ist so schön. Oh, das ist jetzt eine 19, das heißt, der zweite Angriff würde sitzen. Okay, dann würfel noch den Schaden dafür. Oh. Das ist vielleicht eh. 3. 4. Okay. Ich hab eine 8. Mit dem Bardic Inspiration. Du bist stunned. Ouch. Nein, nicht stunned. Alles noch nicht stunned. Das heißt, du verlierst deinen Zug. Ja. So eine Scheiße. Nachdem dich der Hammer erwischt hat, schaffst du es nicht, gerade deine Angst zu bekämpfen. Ja. Um dich ein weiteres Mal in den Kampf zu stürzen. Verständlich, würde ich sagen. Und dann ist Corrigan dran. Ja, ich schicke wieder meine Skeletthand in diese Richtung. Alles klar. Und er leuchtet noch, das heißt, Advantage. Mit Advantage. Das ist gut, dass es mit Advantage war. Das ist eine 19. Das trifft. Da packe ich mal eben die Bardic Inspiration drauf. Mhm. 7, 8, 9, 10. Nee, Necrotic. Da kannst du die Bardic Inspiration nicht draufpacken, weil das geht nur auf Weapon Attacks. Okay. Das ist bitter, aber gut. Sorry, fiel mir gerade ein. Okay, 3 Necrotic Damage. Sorry. Ist mir gerade erst wieder eingefallen. Jo, ist okay. Dann ist Alsiga dran. Ich wäre noch hoch. Er hätte mich wieder versteckt. Ich weiß. Soll ich würfeln? Er sieht mich ja sowieso nicht, weil ich ja noch nicht mal, also, wisst ihr? Ich stehe eh vor ihm. Ich würde mich aber an die Seite da so stellen, dass ich das zumindest noch sehe. Okay. So, Entschuldigung, ich gehe gerade sehr schnell durch. Ja. Hast du recht. Ja. 28. Nice. Ich könnte noch meine Bardic Inspiration draufpacken. Über 30? Mach das doch. Einfach nur, damit es über 30 darauf, einfach nur. Darauf kannst du sie packen. Ja, danke. Und ich wollte noch sagen, ich schreib die Regeln dass übrigens diesmal die Hand ihm voll ins Gesicht gegrabt hat. Alles klar. Er hat jetzt eine Hand im Gesicht. Er hat eine Hand im Gesicht und okay. Kann nach wie vor ich nicht. Ich habe eine Hand im Gesicht? Ich habe eine Hand im Gesicht. Ja, erst die eine Schulter, dann die andere, dann ins Gesicht. Jetzt. Ja. Jetzt macht er aber 2 Attacken. Mit der Hand im Gesicht. Mit der Hand im Gesicht, aber mit seinem Hammer. Ach, der hat 2 Attacken? Ja. Schön innen? Ja, der hat die aber die ganze Zeit verschwendet auf den blöden Beholder. Ja. Aber jetzt hat die ihn so sehr genervt, dass er gesagt hat, den treffe ich eh nicht. Dann mache ich lieber die kleinen Dinger platt. Die treffe ich wenigstens. Ja, der erste geht auf Umi. Umi hat ihn gepiekst. Das ist eine 22 zum Treffen. Wow. Der Schild ist verschwendet. Ja, das trifft. Dann sind das einmal 22 Bludgeoning Damage. Mama mia! Ja, will ich eben. Und der zweite geht mit Advantage auf Ren. Oh, mit Advantage? Ja, weil du stunt bist. Oh, fuck. Das ist eine... Da bebt die Stimme. 26. Ja, ob das trifft, ich muss mal meine Armor-Class nachgucken. Guck mal auf deine Armor-Class. Nee. Was? Ja. Darf ich deinen Vers haben? Ja. So, dein Effekt. Ich hab gar nicht so ein Geräusch gemacht. Ja, sag an. Das sind mehr als 22, wenn das aber sagen. 29. Ich bin down. Dann hört ihr nichts als mehr. Der Hammer ein weiteres Mal von der Seite über Umis Kopf hinweg 2 Attacken gegen Ren schlägt und diesen
mit seinem gesamten Körper gegen die Wand donnert und rennt, wow, bewegungslos zu Boden fällt. Ohne Scheiße. Zwei Angriffe. Das ist halt ein fucking Riese. Er hat schon seinen Grund, warum du ihn nicht magst. Ja, ja. Jawohl. Ja. War mein Frost. Uni, gib mir bitte einen Concentration-Check wegen Terrifier. Was muss ich nochmal würfeln? Das ist ein Constitution Saving Throw gegen 11. Ja, der ist bestanden, das ist eine 21. Alles klar. Dann bleibt. Danke. Dann bleibt Fairy Fire. Zumindest. Okay. Dann ist Sinister dran. Firebolt. Wenn er Rennen umkloppt, gibt's keine Gnade. Okay. Das ist immer noch Advantage, weil Fairy Fire steht noch. Jo, also, das stimmt. Ja, gut. Fuck. Es ist trotzdem nur eine 13. Nichts, alles gut. Ja, 13 fehlt. Was wolltest du sagen? Nichts, ich will gar nichts sagen. Okay. Dann flucht Sinister laut und Berthold macht nochmal 6 Damage. Yeah, nein. Berthold. Ihr seht jetzt, wie er von einem unsichtbaren Feind irgendwie getroffen wird und sich nochmal umwendet. Während sein Hammer noch auf dem Boden neben Ren liegt. Oder aufrennen. Nee, hatte ich ja so seitlich. Ja. Das ist dein Zug. Ja. Umi. Umi schreit einmal laut auf, als sie sieht, dass Ren getroffen wird und dann regungslos zu Boden geht. Und, ja. Nein, natürlich kommt dann sofort Bonus-Action Healing Word und, ja, Ren wird fleißig auf Level 2 geheilt. Yes. Okay. Oh wow, nice. Dann würfel mal deine 2d4 plus dein Charisma. Ich kann dann ein bisschen. Ja, I'm on it. One more second. 13. I'm running out of spells here. Das sind rot. Shit. Meine Würfel sind gerade runtergefallen. Das kann passieren. Das kann in der Tat passieren. Niemals. Er wird um 10 geheilt. Oh wow. Yes. Das heißt, rennen, du wachst auf und bist bei 10 Hitpoints. Der Riese. Deine Rippen tun übel weh, aber du bist wach. Ja, ich schlag die Augen auf und schau verwirrt in die Gegend. Okay. Du stehst über mir oder was? Ja, ich steh ziemlich neben dir, ja. Was ist passiert? Das hörst du nur aus meinem Mund. Kann ich reagieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, ich hätte jetzt geantwortet und gesagt, ist ja noch so weit schnell. Ich hätte wahrscheinlich eh nichts sagen können, das war eher flach mich. Ja. Dann lassen wir das. Dann ist Unis Zug vorbei. Na, sie kann ja noch angreifen als Action, oder nicht? Weil kannst du auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ich habe nur die Interaktion gelassen, die Action. Weil dann wird sie das jetzt auch schnell zu Ende bringen wollen. Das ist eine 17. Mit Advantage? Nicht mit Advantage. Mit Advantage ist es eine. Also, das ist trotzdem eine 17, weil der andere Wurf eine Natural One ist. Okay. Das trifft. Sweet. Alright, das sind einmal 7 Damage. Piercing. Okay. Du stichst noch einmal in seine Wade und siehst jetzt, wie die gigantische Gestalt vor dir auf ein Knie niedersinkt, sich aufstützen muss. Aus mehreren Wunden blutet. Du siehst die gewaltigen Brandwunden, die in seinem Gesicht, an seinen Schultern und vor allem auf seiner Brust breit und deutlich sichtbar sind. Du siehst diese skeletale Hand, die sich in seinem Gesicht verkrallt hat. Und siehst, dass er keucht und in seinen Augen eine Wut, Angst und ein bisschen auch Resignation und Anerkennung stehen.
Dann würde Umi den zweiten Angriff nicht ausführen, sondern ihn ganz tief anschauen und die Waffe fallen lassen. Okay. Aber halt so demonstrativ, so Mic-Drop-Style, im Sinne von, ich könnte dich töten und sie guckt ihn jetzt ganz ernst an. Alles klar. Gib mir mal einen Intimidation-Check. Künstliche 20. Ja, gut, sie ist alles gut. Alles klar. Okay. Renn. Du siehst das, diese Begegnung und das, was vor dir gerade passiert, während du dich so ein bisschen anfängst aufzurichten und siehst, wie diese gewaltige Gestalt jetzt auf einem Knie vor Omi sitzt und ein kurzer Moment der Ruhe in diesem Kampf eingekehrt ist. Was machst du? Was mache ich? Muss ich... Es ist dein Zug. Muss ich saven? Mhm. Hm, 14. Okay. Bist du... Frightened. Immer noch vor dieser gewaltigen Gestalt, die dir eindeutig zu nah an dir dran ist. Ja, dann sage ich nämlich auf Riesisch: Ich will deine hässliche Fratze nicht mehr sehen, verschwinde und leg dich da hinten hin! Und ich mache wieder Suggestion mein letztes Mal. Okay. Natural One. Ja, das musste doch passieren irgendwann. Musst du nur oft genug versuchen. Ja. Ach, der ist ja nicht dran. Willst du irgendwas Besonderes machen? Ich wüsste gerne nochmal, was der Frightened Effect macht. Der Frightened Effect bedeutet, dass du dich... Du hast Disadvantage auf Ability Checks und Attack Rolls, solange die Kreatur oder die Quelle deines Frightened-Seins in Line of Sight ist. Und du kannst dich nicht bewusst näher an diese Quelle heranbewegen. Wie gut, dass ich direkt an ihm dran bin. Wieso fragst du? Habe ich mitgekriegt, dass er das gesagt hat, gerufen hat, also zu dem Riesen. Auf Riesisch, habe ich gesagt. Aber ich habe mitgekriegt, dass er dem Riesen was auf Riesisch zugerufen hat. Ja. Ja, das hast du mit. Das ist so. Dann mache ich was. Okay. Dann ist er dran. Ihr seht, wie er sich auf seinen Hammer stützt, hochstemmt, sich umdreht, den Hammer hinter sich her schleift und sich dann mit einem gewaltigen Krachen auf den Platz der Falltür setzt. Ich hab gesagt, hinlegen. Und dann... Dominik! Seinen Oberkörper zur Seite legt, seinen Hammer auf seine Brust und still liegen bleibt. Mm. Puh. Lucky. Und an dieser Stelle beenden wir die heutige Runde mit einem sehr eleganten weiteren Sieg für unsere Helden. Oh, hart erkämpft. Hart erkämpft, aber auch mal wieder mit Spells gewonnen, die ich nicht auf dem Zettel hatte. Der war geil, Phantasmus. Der war krass, ne? Mit sehr geschickten Taktieren und anderen guten Ideen. Und auch einem möglicherweise gut gemeinten Rat folgend. Aber das könnt ihr an dieser Stelle wahrscheinlich nicht so gut einschätzen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und oder vielleicht auch nicht nächste Woche. Nee, nächste Woche ist nicht. Ich glaube erst wieder in ein paar Wochen. Also nächste Woche schon, aber mit was anderem. Wir sehen uns nächste Woche wieder, aber nicht mit der Heldenkartei, sondern mit etwas anderem. Was vermutlich schon angekündigt wurde oder noch groß angekündigt wird. Wir werden sehen. Denn, hey, es gibt nicht nur Heldenkartei, aber Heldenkartei ist immer noch Zentrum der Aufmerksamkeit. Vielleicht haben wir ja doch auch nächstes Mal mit unseren Helden zu tun. Möglicherweise sehen wir die Helden auch wieder. Wer weiß. Nächstes Mal. Mal gucken.
Möglicherweise guckt ihr ja nochmal letztes Jahr, was um die Zeit war, aber hey. Also kurz zusammengefasst, wir haben keine Ahnung, was passiert. Kurz zusammengefasst, wir sind mal wieder hochkonzentriert und motiviert und wissen zu 100%, was auf dem Kanal stattfindet und abgeht, insbesondere weil wir ein paar Wochen vor Ausstrahlung aufzeichnen. Ja, oder ein paar Monate. Durchgeplant. Ja, genau. Ja, Planung und gut. Jack hat schon abgeschaltet und das dürft ihr jetzt auch tun, nachdem ihr uns einen herzlichen, süßen, tollen, leckeren, perfekten Kommentar unten hinterlassen habt. Yes. Denn darüber freuen wir uns wirklich immer fast am meisten. Also wir freuen uns noch mehr über Patrons, aber wir dann, danach freuen wir uns am meisten über YouTube-Mitglieder. Und danach freuen wir uns am meisten über Kommentare. Wir sitzen sicher alle den ganzen Tag zu Hause und aktualisieren ständig YouTube, um zu gucken, ob wir neue Kommentare haben. Refresh, refresh, ja, refresh. Das ist furchtbar. Das ist eine ganz schlimme Krankheit. Was glaubt ihr, warum wir immer so schnell antworten? Ja, okay. Und wenn wir mal nicht schnell antworten, dann weist uns bitte in den Kommentaren darauf hin. Auch das hilft uns bei unserer Arbeit. Hey, du hast dich schnell geantwortet. Antwort, 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 Antwort. Ja, also ein ganz klarer Auftrag mit einer Hausaufgabe für euch. Bitte gebt sie bis Montag ab. Und viel Spaß im Multiverse. Macht's gut. Ihr schreibt zwar irgendein Krampf in die Kommentare ein. Du musst mir sagen, wann ich aufhören kann zu winken, ich sehe nichts.